Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Turmeul. So, weiter geht's. Wir sind ziemlich knapp bei Kasse und müssen relativ kleine Brötchen backen, aber nichtsdestotrotz brauchen wir neues Land. Und dann gehen wir direkt mal gucken, was hier so ab... das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht, das Land. Das Land ist scheiße. Das Land ist kacke, das will ich nicht. Nein, nein, nein. Abbrechen, abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Ich will das nicht haben. Ich will... jetzt habe ich das Land. Ich will das nicht. Spiel starten, fortsetzen... Stadthalle, Landauktion. So, ich möchte das Land nicht haben. Das ist blöd. Hätte gern das hier. Das Land hätte ich gerne. So. Ich habe nämlich nur dahin geklickt, dass das Bild kleiner wird. Aber ich glaube, hier sind schon so ziemlich alle guten Felder ausgerottet. Der hat den Bohrer und Breite 2 gekauft. Okay, wir können uns leider überhaupt nichts leisten. Der Bürgermeister hat immer noch eine Aktie zu verkaufen. Oh, sollen wir damit ein bisschen Bankkredit drangehen an die Sache? Der eine hat eben 11.000 bezahlt. Wenn wir uns jetzt mal so einen Kredit holen von, ja, dass wir 14.000 haben, oder wir machen so 10.000, weil, wenn wir das jetzt nicht bekommen sollten, können wir den Kredit immer noch zurückzahlen, zahlen keine Zinsen und es ist nichts Schlimmes. Dann können wir uns ja rein theoretisch noch mehr Geld holen, ja. Ja, komm, wir machen mal auf 12.000, weil ich weiß nicht, wie viele Aktien hat der denn jetzt noch so. 3% der Aktien. Okay, wir starten mal. Wir sind relativ gleich auf mit dem Typi hier vorne. Ich gucke mal, für wie viel könnten wir denn da reingehen. Ja, ich würde nicht allzu viel nehmen. Und go. 10.000. Wir haben 10.000 bezahlt für 3% der Aktien. Wir sind die Höchsten. Ich weiß nicht, was es bringt, wenn wir die den höchsten Aktienanteil haben. Aber wir werden es herausfinden, weil ich werde darauf setzen, den höchsten zu bekommen. Wir zahlen ein bisschen was Geld zurück, 7.500, das kriegen wir, denke ich mal, auf jeden Fall rein. Und dann geht es auch schon wieder los mit einem Wünschelruten-Fritzen, der jetzt hoffentlich sehr schnell was findet. Los, lass knacken, Brudi. Alles klar, vielen Dank. So, wir graben mal ein bisschen runter. So, direkt Öl gefunden, sehr gut. Dann stellen wir mal 2, 3 Pferde ein. Ich würde direkt ein Lager bauen, weil der Preis ist im Moment ein bisschen im Arsch. Der ist nicht so prickelnd. Dann würde ich hier mal aufmachen wollen. Da ist wieder ein Diamant. Und ich habe vergessen, im Internet zu gucken, wie man diesen Diamanten bekommt. Ach, ärgerlich. Wir können hier übrigens verkaufen. Genau das werden wir jetzt auch tun. So, in der Zeit upgraden wir hier mal das Röhrchen. Stellen noch ein paar Pferdchen ein, weil der Preis ist recht gut gerade. So, dann verkauft mal die Suppe. Wir müssen unbedingt weitersuchen. Und ich will diesen Diamanten haben. Ich will ihn einfach haben. Da geht's. Geht's. Oh, da unten geht's auch weiter. So, dann können wir hier direkt upgraden. So, der Preis. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Der Preis ist okay, der Preis ist okay. Der ist noch okay, der Preis ist noch okay. Links steigt er oder sinkt er? Er sinkt. Links sinkt er auch. Das heißt, wir müssen gleich ins Silo reinfahren. Und wir brauchen Pferde. Ach du ahnst es nicht, wir brauchen Pferde. Oh, oh, gleich platzt hier die Bude. Wir brauchen Pferde. Und wir müssen noch was verkaufen, leider. Weil wir noch Geld brauchen, weil wir noch Pferde brauchen. Das ist ein Teufelskreis, Leute. Man muss verkaufen, um Pferde zu bekommen. So, ich glaube, wenn die zwei abgeladen haben, dann machen wir erstmal Pause. So, okay. Gut, dann macht er erstmal das Silo voll. Oh, 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 die Bude platzt. Gerade so gut gegangen, gerade so gut gegangen. Das war haarscharf, das war echt haarscharf. So, wir haben leider nicht mehr Geld als das hier. Das muss jetzt... Ne, wir finden leider nichts mehr. Können wir links verkaufen? Steigt da der Preis? Ja, er steigt, weil wir müssen nämlich jetzt verkaufen. Sonst platzt unsere Ölleitung. Das wäre echt nicht so gut. Oh, wir sind leer. Verdammt. Okay, wir müssen hier rüber. Da ist nämlich was, sehe ich gerade. Zwar nichts Gutes, aber besser wie gar nichts. Und dann suchen wir weiter in der Hoffnung, hier ist noch irgendwas was Feines. So, da ist nichts mehr, okay. Ist hier vielleicht noch was? Da ist auch nichts mehr. Ist hier vielleicht noch was? Da ist auch nichts mehr. Ist hier vielleicht noch was?
Ach komm schon, da muss doch noch was sein. Ah, ein riesengroßes, okay. Ein riesengroßes. Vielleicht setzen wir auch echt jetzt mal nur auf einen einzigen, ja? Eine einzige Ölleitung hier. So eine Raffinerie. Ich glaube, das ist auch kein so schlechter Plan. Wir sollten aber noch ein zweites Silo bauen. Weil da wird jetzt gleich jede Menge kommen. Und das wird relativ schnell voll gehen. Und ich verkaufe jetzt auch nur, wenn der Preis wirklich gut ist, ja? Wenn der Preis scheiße ist, dann wird nicht verkauft. So, wir müssen noch was finden. Ich guck mal hier unten. Nee, da ist nichts mehr. Hier links vielleicht noch. Da könnte noch was Gutes sein. Wir gucken einfach mal. Nee, da ist auch nichts mehr. Dann gucken wir rechts nochmal. Ach nee, wir haben kein Geld mehr. Ah, jetzt geht's weiter. Okay. Los, Leute. Saugt das Ding leer. Ihr wisst, was das heißt. Rechts ist der Preis gut. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Los, Leute. Verkauft. Oh, wir platzen. Wir platzen. Verdammt, wir platzen. Los, lade leer. Lade leer. Hey, wir haben doch hier... Oh, Glück gehabt, ja. Glück gehabt. Das hätte auch schief gehen können. Wir müssen aber noch was finden. Wenn das jetzt alles an Öl war... Okay, hier unten ist noch was. Können wir da durchgraben? Können wir hier hingraben? Okay. Vielleicht sollte ich einfach mal so zwei Maulwürfe hier oben graben lassen. Maulwürfe? Maulwurfse? Maul... Ah, der Preis ist am Arsch. Verdammt. Macht die Silos voll, Leute. Macht die Silos voll. Okay, sehe ich hier irgendwo was? Nee, ne? Hier ist nirgendwo was. Ah, Mist. Wenn das jetzt alles war, dann ist das natürlich echt wenig, ne? Ich würde hier die Ecke nochmal aufmachen, aber... Nee. Nee, nee, nee. Hier nochmal gucken. Nee, auch nicht. Okay, das war's, glaube ich, mit dem Öl. Ich hoffe, der Preis, der geht jetzt nochmal irgendwo voll in die Höhe. Hier rechts zum Beispiel. Da steigt er gerade. Da können wir verkaufen. Weil ich glaube, wir sind nämlich jetzt am Ende. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben echt nicht so viel verkauft bekommen, ne? Ja, 13.800. Das ist nix. Ah, da wäre noch ein Ölfeld gewesen. Nein, verdammt. Okay, wir haben gerade mal 2.000 Gewinn gemacht. Boah, wir sind echt mega, mega, mega mäßig schlecht gerade. Oh, verdammt. Okay, wir haben hier noch eine Auktion. Wir waren jetzt, glaube ich, hier unten. Ne, wir waren hier, ne? Ach, verdammt, ey. Okay, ich würde hier so hingehen, oder? Ah, hier. Aber da werde ich wahrscheinlich jetzt rausgekauft aus dem Dingen. Ja, siehste. Dann muss ich hier hingehen, weil ich habe kein Geld dafür. Ich muss auf die Bank gehen, muss mir mindestens 2.000 holen. Ich würde jetzt bei dieser Landauktion hier überhaupt nicht mehr groß mitmachen, ja. Sollen die sich ihre 4% Aktien da kaufen? Mir scheißegal, ich habe schon 4%. Sollen die mal ordentlich dein Geld auf den Tisch legen, ja. Ich hoffentlich bezahlen die richtig viel, ja. 19.000, super. Wir sind auf jeden Fall noch mit dabei. Ich würde sagen, wir fangen an zu graben und hoffen, dass wir jetzt ein bisschen was an Kohle machen. Ich muss irgendwie anfangen zu sparen, ja? Ich weiß nur noch nicht so genau wie. So, jetzt hoffe ich, jawohl. Okay, wir können aber eigentlich auch erst verkaufen, ja? 1,08 Dollar ist gut. Da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. So, und dann würde ich noch einen Wünschelrutenmann losschicken. Der mir hoffentlich noch ein gutes Feld findet. Ja gut, da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch ein Ding hinstellen. Okay, sehr schön, sehr schön. Oh, oh, oh. So, okay, der Preis, der geht in den Keller. Wir können nirgendwo verkaufen. Wir müssen verkaufen. Los, zwei Stück darüber. Attacke.
Weil ich brauche mindestens die 100, um das Ding hier zu erweitern. Sonst wäre das echt böse ausgegangen. Ah, so einen blöden Felden freigesetzt. Das ist ja auch bekloppt. Okay. Das Silo ist jetzt fast voll. Der Preis, der steigt aber. Wir können verkaufen. Wir müssen verkaufen. Obwohl, das Ölfeld ist schon wieder leer hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich würde trotzdem lieber so ein bisschen auf Maulwürfe setzen, weil die im Ganzen doch ein bisschen günstiger sind, glaube ich, als diese Scannerei. Weil wir haben gerade echt nicht so viel Kohle. Und ich hoffe mal... da haben sie was freigesetzt. Da würde ich sogar noch ein extra Bohrtürmchen für basteln. Ja, Felsen, okay. Das gucke ich mir jetzt aber trotzdem lieber an. Das gibt's doch gar nicht. Ach du Shitte Kacke. Ach du ahnst es nicht. Da muss ich mir jetzt den Bohrer hier verkaufen. Weil da müssen wir dran, ne? So, der Preis ist noch okay. Wir können weiter verkaufen. So, ich würde auch noch 2 oder 3 Pferde holen. So, jetzt würde ich nach hier hin verkaufen. So. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe mal, wir finden hier noch was. Boah, sauber. Saubere Sache. So, jetzt haben wir ein richtig gutes Feld hier. Verkaufen wir weiterhin? Ja, nee. Nee, macht das Silo voll, ist besser. Wir bauen auch noch ein zweites. Was, das ist schon wieder leer hier? Ach, du ahnst es nicht. Warum zur Hölle? Okay, da ist noch eins. Gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Boah, der wird aber schnell leer gesaugt hier. Ach du Shit, ach du... schaffen das meine Pferdchen hier nicht, oder was? Ich will nicht wieder so viel Strafe bezahlen müssen. Hey, oh, ich dachte schon. Okay, wir müssen verkaufen. Wir müssen verkaufen. Wobei jetzt gerade... Ah, okay, hier muss ich ein Pferd dran stellen, das direkt da raussaugt. Und noch eins. Los, verkaufen. Komm schon, seid schnell genug. Komm schon. Ah, oh, ja, ganz bisschen ist da durchgekommen. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das können wir verkraften. So, jetzt muss ich hier noch irgendwas finden. Hier muss doch noch was sein. Komm schon. Ein gutes, großes Feld. Hör auf zu platzen da hinten. Hör auf zu platzen! Du Sausack! Dann rüsten wir die Waggons auf. Dann können die mehr tragen. Dann platzt das auch nicht mehr. Oh, jawohl. Okay. Wir haben allerdings auch schon August, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht mehr allzu lange bis Dezember. Boah, das hat 500 gekostet. Shit, hätte ich mal drauf geachtet. Dann hätte ich das überhaupt nicht gemacht. Oh, da ist noch ein kleines Feld. Nehmen wir auch noch mit. Da ist ein Diamant. Da sehe ich einen Diamant. Wenn ich jetzt dann Maulwurf runterschicke, der ist noch nicht ausgegraben, der Diamant. Oder warte mal, die Maulwürfe musste man upgraden. Ja, irgendwie sowas war das. Yo, jetzt erinnere ich mich. Der Preis ist am Arsch und ich habe es nicht gemerkt. Verdammt. Okay. Der Preis geht hoch, wir haben Oktober, der Preis geht runter, meine ich. Okay, wir lagern erst nochmal ein. Am 1. Dezember müssen wir alles verkaufen, das ist wichtig. Ich würde hier nochmal kurz ein bisschen scannen. Nur die Ecke hier. Und vielleicht die Ecke hier neben noch. Nee, ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Es sei denn natürlich, wir haben hier noch so eine Ecke. Nee, das war's. Wir pumpen das jetzt noch leer oder versuchen es zumindest und hoffen noch auf einmal einen sehr guten Preis, damit wir wieder geldtechnisch etwas besser dastehen.
So, wir haben November, wir müssen verkaufen und der Preis ist auch in Ordnung. 1,2 $ ist okay, 1,3 $ steigt noch ein bisschen. Ja, ist okay, ist okay. Da können wir mit leben. Da können wir mit leben, auf jeden Fall. So, und damit ist auch der letzte Tropfen Öl verbraten und wir können am 17. Dezember das Level anhalten und haben alles abgegrast. Yes! Boah, diese Strafen, die gehen echt gar nicht, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir müssen echt gucken, ob im Saloon dann die Typis rumsitzen, ja, die, boah, Alter. Ah. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, wäre es das auch mit dieser Folge gewesen. Und ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt geldtechnisch wieder so ein bisschen besser am Start sind. Warte mal, wir können ja mal gerade noch gucken. Warte, die Maulwürfe waren hier, ne? Zellen, Diamanten, hier, Diamanten. Diamanten, genau, das hier ist das, 20.000. Boah, da müssen wir aber viele Diamanten finden, dass sich das wieder rentiert, ja? Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal. Wir müssen darauf setzen, dass wir gute Ölfelder finden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.